Da denkt man sich ja erstmal so, hey cool, ein Ghostbusters-Spiel? Ja. Stimmt irgendwie, stimmt doch irgendwie nicht. Und zwar ist das Ghost Control. Und Ghost Control ist eigentlich mehr oder weniger ein Ghostbusters-Spiel, nur ohne die Ghostbusters-Lizenz. Also kein Peter Venkman und sowas. Ja, schade. Dafür ist es ja vom Spielprinzip her sehr an XCOM angelehnt. Und das klingt ja erstmal spannend. Also die alten XCOM-Spiele in 2D, auch vom ähnlichen Look her. Und dann Geister jagen, klingt eigentlich wie eine super Idee. Richtig. Also ich finde die Idee auch, muss ich gleich vorweg schicken, ganz, ganz toll. Aber die Umsetzung gefällt mir leider überhaupt nicht. Es ist so ein Mix aus Rundentaktik und, könnte man sagen, Simulation. Alles sehr, sehr light. Ja. Und zwar, du hast hier deine kleine Basis und da kannst du dann deine Geisterjäger, dein Geisterjäger-Team zusammenstellen. Und wie man sieht, die stehen hier einfach nur rum. Die reden nicht miteinander, die haben keine Persönlichkeit, nichts. Also es sind einfach nur irgendwelche Typen, irgendwelche Zahlen, wenn du so willst. Und das finde ich halt schon mal per se sehr, sehr schade, weil da verschenken sie halt irrsinnig viel Potenzial. So, und da kannst du halt deine drei Typen, das ist dein Team, die haben ja unterschiedliche Eigenschaften und so weiter, die kannst du dann in dein Auto packen und mit dem bretterst du über die Karte von London, über diesen Ausschnitt hier. Das ist quasi die Spielwelt. Da gibt es dann verschiedene Händler und Tankstellen und sowas und da finden dann auch die Einsätze statt. Und ja, das erinnert mich ein bisschen an dieses uralte Ghostbusters-Spiel für den C64. Das hat ja auch so ein ähnliches Setup gehabt. Und es schlägt auch ein bisschen in diese Kerbe. Aber es ist halt einfach sehr, sehr, ja, schlicht gehalten. Schauen wir uns jetzt hier mal an, weil du ja vorhin sagtest, es erinnert dich so an die alten XCOM und UFO-Teile. Ja, das ist auch ein durchaus berechtigter Vergleich. Mhm. Schauen wir uns mal an. Also so sieht das halt aus, so ein Einsatz. Du stellst deine Typen dahin, die Geister kommen da angeschlurft, angeschwebt. Und du schießt halt einfach drauf mit verschiedenen Waffen, die musst du halt vorher kaufen. Und dann, wenn sie geschwächt sind, dann musst du so eine Falle hinstellen. Und dann werden sie manchmal ja, manchmal nein, halt in diese Falle reingezogen, hast du gefangen. Wenn du alle Geister hast, okay, Mission geschafft. Das klingt jetzt so auf Anhieb nicht sonderlich taktisch, wenn du sagst, du musst einfach mal drauf brezeln. Ist da denn irgendwie dieser taktische Anspruch für Runden-Fans? Meiner Meinung nach nicht. Sie versuchen zwar ein paar Sachen, aber ich finde, es ist einfach alles viel zu schlicht gehalten. Zum Beispiel, die Geister machen halt während der Mission so das Zeug kaputt, was da rumsteht, die Inneneinrichtung und sowas. Und auch deine Schüsse, die daneben gehen, können Sachen kaputt machen. Das wird ja am Ende vom Lohn abgezogen. Mhm. Ist aber, finde ich, halt keine besonders tolle Mechanik. Also es klingt irgendwie interessanter, als es letztendlich ist. Wir haben jetzt hier gerade gesehen, das Handy hat geklingelt, so kriegst du deine neuen Missionen. Und diese kurzen Fensterchen da, die, wo du sagst, ja, hier Einsatz machen, ja, nein, das ist eigentlich alles, was es an Story zu bieten hat. Ist mir auch zu wenig. Was wir jetzt hier gerade sehen, ich bin jetzt hier ins Krankenhaus gefahren, um meine Truppen zu heilen. Auch wieder so eine Mechanik, die ich eher nervig finde, weil wenn die von Geistern von irgendwie angegriffen werden, ja, dann verlieren sie so, ja, bisschen Lebenspunkte und die regenerieren sich nicht von alleine. Das heißt, du musst jedes Mal ins Krankenhaus fahren, sie dort wieder heilen und das ist sauteuer. Und so bleibt dir halt relativ wenig Geld übrig und der ganze Spielablauf gerät dadurch zäh. Also du musst halt quasi mehr oder weniger auch viel farmen, sage ich mal, also viele Aufgaben absolvieren, um jetzt dir überhaupt die Sachen zu leisten zu können. Ja, also oder man spielt halt wirklich so, dass man die Typen möglichst nicht ja, zu Schaden kommen lässt, aber das finde ich auch sehr mühsam. Wir sehen jetzt hier nämlich, ja, ich kann hier mit meinem Geld, wenn ich da mal welches habe, kann ich da neue Ausrüstung kaufen, da gibt es dann regelmäßig neue Waffen und lauter so ein Zeug, du hast doch ein Inventar pro Einheit. Das finde ich ist eigentlich ein sehr interessantes Spielelement, das finde ich auch somit das Reizvollste dran, aber es führt irgendwie dann rein taktisch irgendwie zu nichts. Zum Beispiel ist es so, dass manche Waffen können Gegner schieben oder ziehen. Der Gedanke ist, dass du die Gegner auf die Fallen quasi so dirigierst, wenn du sie genug geschwächt hast. Aber wenn man hier sieht, die Karten sind teilweise so eng, dass du da von der Idee eigentlich nicht viel hast. Und je stärker die Gegner werden, das werden halt im Spielverlauf immer kräftiger, desto länger dauert es einfach, sie niederzuballern. Und es ist einfach zäh. Und auch nicht wirklich taktisch. So, solche kleinen Ideen wie hier, dass ich in einem Raum erstmal das Licht anschalten muss oder eine Tür aufmachen muss, das war es dann eigentlich auch. Die Maps haben keine Stockwerke und ich muss die Umgebung auch nicht groß berücksichtigen. Ich sehe nicht die Trefferchance, ich sehe nicht, warum
der Gegner jetzt so und so viel Felder ziehen kann oder nicht. Das bleibt alles so im Dunkeln. Und das ist mir halt einfach zu wenig. Ja, da fehlen also die ganzen Basics eigentlich. Und nebenbei sieht das Spiel auch nicht so hübsch aus. Also allen Retro-Charme zum Trotz. Gerade diese Stadt sieht so ein bisschen wie SimCity 2000 für mich aus. So. Ja, also ich persönlich finde den Retro-Stil eigentlich ganz hübsch. Also für mich passt es. Ich spiele sowas ganz gern. Ich finde den Sound eigentlich viel schlimmer. Die Soundeffekte finde ich teilweise ziemlich schäbig. Und also muss ich wirklich sagen, die gefallen mir gar nicht. Und auch die deutsche Sprachausgabe, diese Sprüche. Es ist einfach nicht witzig. Ja, man kann über Humor streiten, aber ich finde es wirklich, wirklich nicht witzig. Und der Spielablauf so ist natürlich jetzt auch sehr eintönig. Du machst Missionen, du holst Geld, machst noch mehr Missionen. Da ist für mich das große Ziel irgendwie einfach nicht da. Hm. Also eine tolle Grundidee für ein Ghostbusters-Taktikspiel, aber die Ausführung passt für mich noch nicht. Gerne aber vielleicht mal in einem zweiten Teil.